Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Das von den Instituten im vergangenen Herbst bereits für das Winterhalbjahr erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Und stattdessen rutschte die deutsche Wirtschaft infolge der seit fast 2 Jahren stotternden Konjunktur in die Unterauslastung. Insgesamt gab es außen- wie binnenwirtschaftlich mehr Gegen- als Rückenwind. Alles in allem revidieren die Institute ihre Prognose für die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr gegenüber ihrem Herbstgutachten deutlich um 1,2 Prozentpunkte nach unten auf nunmehr 0,1 Prozent. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.